Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag auf Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Melanie Kasinen und ich bin Doktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Heute Abend gebe ich euch eine kurze Übersicht der Geschichte und Zukunft der Sternentstehung im Universum. Diese Erkenntnisse sind das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung von vielen Astronomen. Der Vortrag wird in vier Abschnitten unterteilt. Zuerst beschreibe ich die vermessene Sternentstehung vom frühen Universum bis heute. Danach beschreibe ich kurz, woraus Sterne eigentlich entstehen und wie wir diesen Rohstoff beobachten. Ich zeige euch dann die ganz frischen Ergebnisse von diesen Beobachtungen und zum Schluss fasse ich die beiden zusammen, um letztlich unsere Vorstellung von der Zukunft der Sternentstehung zu schildern. Danach beantworte ich natürlich gern eure Fragen. Ich fange also erstmal an mit einem Bild, zu dem ich auch öfters zurückkehren werde. Und zwar, was wir hier sehen, ist das berühmte Hubble Ultra Deep Field. Ein Bild, das über mehrere Monate vom Hubble Weltraumteleskop aufgenommen wurde. Der Durchmesser dieses Himmelsausschnitts entspricht aus Sicht der Erde etwa einem Zehntel des Monddurchmessers. Doch das Hubble Ultra Deep Field enthält rund 10.000 Galaxien, die man deutlich erkennt, da diese Himmelsregion eben keine störenden Vordergrundsterne enthält. Das zeige ich jetzt noch deutlicher anhand diesem kleinen Ausschnitt hier. Alles außer diesen zwei Sternen hier, die wir anhand von diesen Zacken erkennen, sind Galaxien. Das sind also Ansammlungen von vielen Sternen, Staub, Gas und dunkler Materie. In dem Bild erkennen wir Galaxien zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Universum. Dieses 2D-Bild stellt also eigentlich einen dreidimensionalen Volumen dar und die Achse, die in die Folie geht, ist gleichzeitig die Entfernungs- und Zeitachse. Je weiter weg die Galaxie, desto weiter musste auch das Licht reisen, bis Hubble es empfing. Da Licht eine begrenzte Geschwindigkeit hat, sehen wir Galaxien, die weiter entfernt sind, zu einem früheren Zeitpunkt. Die größten und hellsten Galaxien, wie diese hier, sind uns am nächsten. So sah diese Galaxie also vor etwa 1 Milliarde Jahren aus, sprich 13 Milliarden Jahren nach dem Urknall. Dann gibt es noch diese Galaxie, an der ich im letzten Jahr sehr viel geforscht habe. Die ist 9 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, also sehen wir sie etwa 5 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Und die kleinsten, rötlichsten und schwächsten Galaxien sind am weitesten entfernt. Die Rekordbrecher erkennen wir mit bloßem Auge auf dieser Folie auch gar nicht. Diese sind nämlich 13 Milliarden Lichtjahre entfernt und damals war das Universum eben erst 800 Millionen Jahre alt. In den Aufnahmen von Hubble erkennen wir das Leuchten von Sternen. Denn Hubble beobachtet den Himmel eben im optischen und ganz nahen Infrarotbereich. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass Sterne besonders hell im optischen, also im sichtbaren Bereich leuchten, weil wir sehen ja auch die Sterne in der Milchstraße abends selbst, wenn wir in den Himmel schauen. Aber in den Galaxien, die Hubble abgebildet hat, erkennen wir keine einzelnen Sterne. Stattdessen sehen wir das integrierte Licht von Milliarden von Sternen. Anhand der Helligkeit der Galaxie im Optischen können wir also den gesamten Anteil an Sternen vermessen. Je mehr Sterne, desto heller leuchtet die Galaxie insgesamt. Aber die Farbe der Galaxie verrät noch viel mehr, über welche Sterne sich dort befinden. Dieses Farbbild besteht aus drei Aufnahmen in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Zwei im Optischen, in dem unsere Augen eben auch die Welt erkunden, und einen im nahen Infrarotbereich. Wie diese Bilder entstehen, beschrieb Markus Pöstl eben in dem ersten Faszination Astronomie-Vortrag. Die Farben, die wir hier erkennen, kommen also auf die verglichene Helligkeit in den drei Wellenlängenbereichen an, und das ist vor allem von zwei Sachen abhängig. Die Anzahl von jungen im Vergleich zu alten Sternen und die Entfernung zur Galaxie. Um das zu erklären, vergleiche ich erstmal zwei Sterne. Links einen sehr schweren oder genauer gesagt sehr massereichen Stern und rechts ein sehr massearmer Stern. Der massereiche Stern ist sehr heiß
und durch diese hohe Temperatur verbrennt er den Stoff im inneren Kern sehr schnell. Das heißt also, große Sterne leuchten hell und sterben jung. Sehr massearme Sterne dagegen haben eine viel niedrigere Temperatur und somit verläuft auch die Kernfusion über mehrere Milliarden von Jahren, was heißt, dass massearme Sterne sehr langlebig sind. Sterne strahlen in einem breiten Wellenlängenbereich, also fast wie Schwarzkörper. Und das sieht man anhand diesen vereinfachten Spektren auf dieser Folie, die eben die Schwarzkörperstrahlung von diesen zwei Sternen darstellt. Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Wellenlänge, wo der Stern am hellsten leuchtet. Somit sammelt also ein Filter im Ultraviolettbereich besonders viel Strahlung von dem massereichen Stern. Für uns mit nacktem Auge wirkt so ein heißer, massereicher Stern, also eher blau. Das Gegenteil ist eben der Fall für den massearmen Stern, wo der Infrarotfilter viel mehr Licht sammelt. Und die wirken für uns mit nacktem Auge eher rot. Aber Hubble empfängt ja das Licht von Sternen in weit entfernten Galaxien. Da kommt also noch ein zweiter Effekt ins Spiel, und zwar die kosmologische Rotverschiebung. Hier sind wieder unsere zwei Beispielsterne, zuerst ganz nah an Hubble. Die Wellen auf dieser Folie stellen das Licht in der Wellenlänge vom Gipfel der Spektren in der vorherigen Folie dar. Aber das Universum expandiert oder dehnt sich aus. Somit wird auch die Distanz zur Galaxie, wo diese Sterne sich befinden, immer größer. Das Licht wird somit mitgedehnt auf der Reise zu Hubble, was heißt, dass eben die Wellenlänge zunimmt. Das heißt eben für diesen heißen, massereichen Stern, dass das Licht nicht mehr im Ultraviolettbereich ist, sondern eher im optischen. Diese Ausdehnung ist vergleichbar mit dem immer tiefer werdenden Tonfall einer Sirene, wenn ein Krankenwagen von uns wegfährt. Und diese Dehnung des Lichts wird eben die kosmologische Rotverschiebung genannt. Die Farbe von dem Lichtfleck hier in dieser Galaxie ist also abhängig von der Verteilung an kurzlebigen und langlebigen Sternen, aber auch die Distanz zur Galaxie. Und durch andere Beobachtungen können wir die Distanz zur Galaxie ganz gut messen. Somit können wir also von der Farbe, oder genauer gesagt die verglichene Helligkeit in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, rauslesen, wie hoch der Anteil an jungen Sternen ist. Diese Information kombinieren wir dann mit der gesamten Masse an Sternen, die wir von der Helligkeit über den gesamten optischen Wellenlängenbereich messen. Also zurück zu unserem Lieblingsbild hier. In der elliptischen Galaxie hier oben entstehen kaum mehr Sterne. Das erkennen wir eben daran, dass sie eher rot wirkt. Also der Anteil an alten Sternen ist sehr hoch im Vergleich zu den massereichen Sternen, die schon lange ausgebrannt sind. In der Galaxie hier rechts davon entstehen aber viele neue Sterne. Also diese Galaxie ist ungefähr gleich weit weg, sieht aber etwas blauer aus, weil sie eben einen höheren Anteil an diesen massereichen, kurzlebigen Sternen hat. Und da diese Sterne eben nur für sehr kurze Zeit leben, wissen wir, dass hier vor kurzem viele neue Sterne entstanden sind. In letzter Zeit in der Astronomie heißt sowas wie in den letzten paar Millionen Jahren. Also anhand der Helligkeit der Galaxie in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen messen wir, wie viele Sterne in letzter Zeit entstanden sind. Somit vermessen Astronominnen also, mit welcher Geschwindigkeit Sterne entstehen, sprich die Sternentstehungsrate. Dank solchen tiefen Beobachtungen wie das Hubble Ultra Deep Field haben Astronominnen also die Sternentstehungsrate als Funktion der Zeit gemessen. Und das bringt mich zu den Ergebnissen von dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Die vermessene Geschichte der Sternentstehung zeige ich gleich in dieser Grafik. Die vertikale Achse stellt dar, welche Masse an Sternen pro Jahr, pro Volumen im Universum entsteht. Also dieses MPC bedeutet Megaparsec, also pro Kubik Megaparsec. Die horizontalen Achsen stellen das Alter des Universums dar, also in Milliarden von Jahren seit dem Urknall oben. Und diese obere Achse ist eben auf die untere angepasst, die die Rotverschiebung zeigt. Das ist eine sehr praktische Art, Distanzen zu vermessen in der Astronomie, denn es bezieht sich eben auf die Ausdehnung von dem Licht durch die kosmische Expansion.
Die Ergebnisse werde ich jetzt von rechts nach links ablesen, also vom frühen Universum bis heute. Im frühen Universum stieg erstmal die Sternentstehungsrate, also es entstanden immer mehr neue Sterne. 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall erreichte das Universum ein Maximum in der Sternentstehung. Aber in den 10 Milliarden Jahren seitdem entstehen immer weniger neue Sterne. In unserer Milchstraße entsteht nur noch eine Sonnenmasse an Sternen pro Jahr. Und als Vergleich, vor 10 Milliarden Jahren in so einer Durchschnittsgalaxie entstanden dagegen Hunderte von Sonnen pro Jahr. Anhand dieser Grafik entstehen natürlich schon ein paar Fragen. Und zwar sieht es schon mal nicht toll aus für die Sternentstehung. Aber geht uns auch der Rohstoff aus? Also geht es weiter so? Werden immer weniger Sterne entstehen? Und was wir wirklich wissen wollen, ist, wie diese Dichte von dem Rohstoff für die Sternentstehung sich verändert hat mit der Zeit. Also um das zu beantworten alles, müssen wir auch die Dichte von diesem Rohstoff über das Universum gemittelt messen. Aber woraus entstehen denn Sterne eigentlich? Um das zu beantworten, greife ich kurz mal zurück auf die Periodentabelle, die alle Elemente zusammenfasst. Also Sterne entstehen aus Gaswolken und der Hauptbestandteil von diesem Gas, wie auch im Rest vom sichtbaren Universum, ist Wasserstoff, und zwar zu etwa 70%. Damit die Gaswolke aber in einen Stern kollabiert, muss sie erstmal genug abkühlen, um eine hohe Dichte zu erreichen. Und unter diesen Bedingungen befindet sich Wasserstoff in molekularer Form, eben als H2. Also der Hauptstoff, woraus Sterne entstehen, ist molekularer Wasserstoff. Und das ist eben das, was wir auch messen wollen. Da gibt es nur ein kleines Problem, und zwar die typische Temperatur von den molekularen Gaswolken ist um die 10 Kelvin, also 10 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und bei diesen Temperaturen strahlt der Wasserstoff nicht. Er ist also für uns leider unsichtbar. Okay, also was nun? Glücklicherweise gibt es auch in diesen kalten Gaskomplexen, aus denen Sterne entstehen, andere Moleküle. Und das zweithäufigste Molekül nach dem molekularen Wasserstoff ist Kohlenstoffmonoxid. Es besteht also aus einem Kohlenstoffatom und einem Sauerstoffatom. Der Kohlenstoffmonoxid strahlt auch bei geringen Temperaturen genug, dass wir es beobachten können. Und wie auch andere Moleküle strahlt Kohlenstoffmonoxid in ganz bestimmten Wellenlängen. Die hellsten sogenannten Spektrallinien vom Kohlenstoffmonoxid sind im Infrarot- bis Millimeterbereich. Aber mit dem molekularen Gas ist auch noch kosmischer Staub vermischt. Den hat Franziska Schmidt in ihrem Vortrag sehr gut beschrieben. Also diese mickrigen Teilchen bestehen hauptsächlich aus Silikaten und Graphit und die sind extrem wichtig für die Entstehung von Molekülen und somit auch Sternen. Der Staub gibt Wärmestrahlung ab und den sehen wir eben als Strahlung im Infrarotbereich. Also da Staub gut mit dem molekularen Gas vermischt ist, können wir anhand der Helligkeit von dieser Infrarotstrahlung auch den molekularen Gasanteil erraten. Um euch wirklich davon zu überzeugen, dass Kohlenstoffmonoxid und Staub auch was mit der Sternentstehung zu tun haben, zeige ich hier zwei Bilder von einem sehr berühmten Sternentstehungsgebiet. Links ist ein Farbbild, das aus drei optischen Filtern erstellt wurde, und rechts ein Bild von der Strahlung vom Kohlenstoffmonoxid. Dieser umkreiste Bereich hier ist der sogenannte Pferdekopf, ein sehr dichtes Gasgebiet. Wir sehen, dass in der Nähe von diesem Pferdekopf erst vor kurzem zwei Sterne entstanden. Das erkennen wir von diesem hellblauen Leuchten im optischen Farbbild. Links im Optischen wirkt dieser Pferdekopf dunkel, da wir nicht durch den Staub blicken können. Aber wir sehen in dem rechten Bild, dass eben dort viel Kohlenstoffmonoxid ist. Also in diesem Gebiet, wo Sterne entstehen, gibt es Staub und Kohlenstoffmonoxid und auch molekularen Wasserstoff. Um aber einen kosmischen Überblick von dem molekularen Wasserstoffanteil zu gewinnen, müssen wir das Licht vom Kohlenstoffmonoxid und Staub von entfernten Galaxien beobachten.
Durch die Entfernung ist die Strahlung im Submillimeter- bis Millimeterbereich. Dieses Licht hat also eine Wellenlänge, die vergleichbar ist mit der Größe von Sandkörnern. Also als Vergleich, im Sichtbaren ist die Wellenlänge eher vergleichbar mit Einzeller. Bei so langen Wellenlängen hilft uns Hubble nicht mehr. Stattdessen brauchen wir ein sehr, sehr großes Teleskop. Und unser Hauptarbeitspferd, das erst seit 2011 beobachtet, ist das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, so ALMA kurz. ALMA ist eine Ansammlung aus ca. 60 Antennen, befindet sich auf 5000 Höhenmeter in der Atacama-Wüste in Chile. Diese Antennen können unterschiedlich konfiguriert werden und der maximale Abstand zwischen zwei von den Antennen ist 16 Kilometer. Also die Technik hinter diesem Teleskop ist wirklich faszinierend, ist aber ein Vortrag für sich wert. Also gehe ich jetzt mal zurück wieder zum molekularen Gas in Galaxien. Und dafür zeige ich erstmal ein tolles Farbbild unserer Nachbargalaxie NGC 628. Dieses Farbbild wurde erst vor kurzem angefertigt von dem FANGS-Team. Und es beinhaltet Beobachtungen von dem Hubble-Weltraumteleskop und auch von ALMA. Also es beinhaltet vor allem Daten von drei Hubble-Umkreisungen der Erde und ca. 30 Stunden Beobachtungszeit mit ALMA. Die Daten von ALMA, sprich die Strahlung vom Kohlenstoffmonoxid, erkennen wir in den Rot und Orange hier in diesem Bild. Hier befindet sich also das molekulare Gas, aus dem dann die Sterne entstehen. Und das optische Bild von Hubble sehen wir in dem Blau. Das sind also wieder, hier befinden sich also diese jungen Sterne, die erst vor kurzem entstanden sind. Solche Bilder mit sehr hoher Auflösung sind sehr wichtig, um den Sternentstehungsprozess auf einer galaktischen Skala zu folgen. Aber es ist technisch unmöglich, solche Bilder für viele weit entfernte Galaxien zu machen. Also um den gesamten Anteil von molekularem Gas im Universum zu vermessen, brauchen wir eine andere Strategie. Die ideale Strategie wäre natürlich, so tief wie möglich in alle Himmelsrichtungen zu blicken und das Licht vom Kohlenstoffmonoxid und Staub zu sammeln. Aber das geht auch mit unserem Wunderkind ALMA nicht. Also die nächstbeste Option ist, sich einen Himmelsausschnitt auszusuchen und da so tief wie möglich zu blicken. Und genau das ist eben auch die Strategie, die die ASPEX-Mannschaft entwickelte. So ASPEX ist ein sehr tiefes Beobachtungsprogramm, das mit ALMA durchgeführt wurde, um eben das Leuchten vom Staub und Kohlenstoffmonoxid zu beobachten. Und dieses Beobachtungsprogramm hat eben einen kleinen Himmelsausschnitt beobachtet. Und es kommt jetzt wohl als keine Überraschung, genau welcher Himmelsausschnitt dafür ausgesucht wurde. Eben das Hubble Ultra Deep Field. Um also die Durchmusterung und diese Ergebnisse darzustellen, zeige ich jetzt mal ein Video, das von Thomas Müller am Haus der Astronomie hergestellt wurde. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem schon familiären Hubble Ultra Deep Field, sprich die Beobachtungen im sichtbaren Bereich. Was hier kurz aufgeleuchtet ist, also die helle Region, ist das Blickfeld von ALMA. Also nur ein Teil von dem Hubble Ultra Deep Field konnte auch mit ALMA beobachtet werden, denn ALMA hat ein kleineres Blickfeld als Hubble. Und eigentlich besteht dieses Blickfeld sogar aus 85 überlappenden Blickfeldern, die mit ALMA beobachtet wurden. Hier in diesem Bild jetzt auf der Folie sehen wir, dass die Galaxien irgendwie ausgeschnitten wurden. Was ich hier also zeige, ist die 3D-Modellierung von diesen Galaxien. Denn mit den optischen Beobachtungen konnten wir die Galaxien mit 3D-Ellipsen modellieren. Also so stellen wir die Größe von den Galaxien dar und auch die Neigung von uns aus gesehen. Das zeigen wir jetzt eben in 3D, denn wir werden gleich in die dritte Dimension blicken. Und die Tiefe wird eben durch diese Drehung jetzt sichtbar. Das zeigt also wieder die Zeitachse. Also wir befinden uns am linken Rand von dieser Folie. Und die Galaxien, die jetzt hier hell aufleuchten, sind eben die Galaxien, die von ALMA beobachtet wurden. Und zwar sind es die Galaxien, wo der Staub am hellsten leuchtet. Also in diesen Galaxien befindet sich am meisten Staub und auch am meisten molekulares Gas.
Wir sehen aber auch, dass viele Galaxien hier nicht hell aufleuchten, denn hier eben der Anteil an molekularem Gas sehr gering ist. So, jetzt drehen wir uns wieder zurück zum 2D-Bild. So sehen eben die Daten aus, wie sie veröffentlicht wurden von dem ASPEX-Programm. Also hier erkennen wir die 2D-Karte, die den Überblick vom Staub im Hubble Ultra Deep Field zeigt. Wir sehen, dass die ALMA-Karte eben eine geringere Auflösung hat als die Hubble-Daten. Also wir messen eigentlich einen Lichtpunkt pro Galaxie, anstatt die Galaxien und die Struktur davon aufzulösen. Also jetzt wird sich wieder drehen um die Zeitachse, denn gleich zeige ich eben die wichtigste Grafik, die aus diesen Daten kommt, und zwar die Dichte des molekularen Gas über das ganze Universum gemittelt. Also die vertikale Achse hier ist die Dichte des molekularen Gas über das Universum gemittelt und die horizontale Achse wieder das Alter vom Universum in Milliarden von Jahren seit dem Urknall. Die Galaxien, die am weitesten entfernt sind, die ALMA auch beobachtet hat, befinden sich so etwa 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Also für jeden Zeitabschnitt jetzt bis zu diesen 2 Milliarden Jahren nach dem Urknall zählen wir den Anteil an molekularem Gas zusammen und teilen das dann durch den Volumen. Also hier fallen schon mal die ersten Balken und wir sehen, dass eben der molekulare Gasanteil im heutigen Universum eher gering ist, steigt bis 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall und senkt wieder bis zum frühen Universum. Und diese Form von dieser Kurve kommt uns ja eigentlich schon bekannt vor. Wir gehen also jetzt zurück zur Sternentstehung. Links hier ist wieder die Geschichte der Sternentstehung dank den Daten von 2000 bis 2015. Und dank den Beobachtungen von den letzten paar Jahren wissen wir auch, wie die Grafik rechts aussieht. Wir sehen also, dass die Dichte des molekularen Gas im Universum ungefähr so steigt und fällt wie die Dichte der Sternentstehungsrate. Ungefähr. Naja, was heißt das jetzt eigentlich? Also was heißt das für den ganzen Stoffwechsel im Universum und auch für die Zukunft der Sternentstehung? Und wo kommt eigentlich dieser Rohstoff her? So, Galaxien sind eben keine isolierten Systeme, sondern sie befinden sich an den Schnittpunkten von kosmischen Filamenten. Und das wird eben hier gezeigt durch die Darstellung der Massenverteilung im Universum von der großen kosmologischen Simulation Illustris TNG. Gas kann eben an diesen Filamenten entlang fließen und wird von den Galaxien akkretiert. Und somit können auch die Galaxien wachsen. Also was hier auf der Folie in weiß und in orange hell aufleuchtet, das sind die Galaxien. Und in hellblau sind eben diese Filamente von Gas. Um also den Stoffwechsel oder den Austausch vom Stoff zwischen Galaxien und diesen Filamenten darzustellen, zeige ich jetzt einmal eine Skizze von einer Galaxie, in denen Sterne noch entstehen. Bisher sprach ich nur von der inneren Region von Galaxien, wo sich auch am meisten Sterne und molekulares Gas befinden. Das ist eben dieser dunkel-orangene Teil hier. Aber diese innere Scheibe befindet sich in einer größeren Scheibe von atomarem Wasserstoff. Und außerhalb davon ist noch ein großer Ball im Grunde von heißem und somit ionisiertem Wasserstoff. Also diese drei Regionen von Gas und Sternen sind nicht gleichbleibend, denn es gibt auch einen Stoffwechsel zwischen ihnen. Es gibt vor allem zwei wichtige Zuflüsse von Materie. Zum einen kann heißes Gas oder ionisiertes Gas von außerhalb der Galaxie auf die atomare Wasserstoffscheibe fließen und eben diesen atomaren Wasserstoffanteil aufstocken. Es gibt aber auch einen Zufluss von dem atomaren Wasserstoff auf die innere Scheibe. Also dieser Stoff kühlt dann ab und wird dann molekulares Gas. Es gibt aber auch Ausflüsse, also sehr hochenergische Prozesse in der inneren Scheibe können dazu führen, dass Materie auch wieder aus der Galaxie ausfließt. Also zum atomares Gas
und auch molekulares Gas. Und diese Zu- und Ausflüsse kann man anhand von mathematischen Gleichungen darstellen, denn der gesamte Anteil von Materie im Universum muss gleich bleiben. Es kann sich nur wandeln von einer Form in die andere. Also was den Wasserstoff anbelangt, kann sich Wasserstoff vom ionisierten Gas zum atomaren, zum molekularen wandeln und auch umgekehrt. Und aus dem molekularen Wasserstoff entstehen Sterne. Wenn die Sterne sterben, geben sie auch wieder etwas von diesem Stoff frei. So mit den Beobachtungen von den letzten 20 Jahren haben wir jetzt auch einen Überblick von diesen unterschiedlichen Bestandteilen von Galaxien. Also ist es auch möglich, diesen Stoffwechsel zu modellieren und somit auch was über die Zukunft der Sternentstehung zu sagen. In dieser Grafik zeige ich jetzt nacheinander die Dichte der unterschiedlichen Bestandteile vom Universum. Die oberen und unteren Achsen stellen wieder das Alter des Universums dar. Und diesmal blicken wir von der Vergangenheit links bis in die Zukunft rechts. Die Zeitskala ist auch diesmal linear in Jahren. Die vertikalen Achsen zeigen wieder die Dichte der unterschiedlichen Formen von Materie über das ganze Universum gemittelt. Die vertikale Achse rechts zeigt es eben in Gramm pro Kubikzentimeter, was wir uns auch eher vorstellen können. Die gestrichelte Linie oben ist die Dichte der dunklen Materie über das ganze Universum gemittelt und die gepunktete Linie darunter ist die Dichte der sichtbaren Materie über das ganze Universum gemittelt. Und jetzt werde ich die Anteile von Materie in Galaxien zeigen. Also zuerst zeige ich mal die Dichte an Massen in Sternen in Galaxien. Wie von auch der Sternentstehungsrate zu erwarten war, stieg die Menge an Sternen anfangs sehr stark, aber in den letzten 5 Milliarden Jahren steigt dieser Anteil nur noch gering. Der molekulare Gasanteil, der jetzt hier in Gelb aufleuchtet, stieg auch anfangs, erreichte eben ein Maximum 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall und sank um das Sechsfache bis heute. Also anhand von diesen zwei Kurven sieht es schon mal schlecht aus für die Sternentstehung im Universum. Aber es könnte ja sein, dass noch der molekulare Wasserstoff aufgestockt wird durch die Akkretion von Materie auf die Scheibe von Galaxien. Was ich also als nächstes zeige, ist die vermessene Dichte des atomaren Gases über das Universum gemittelt. Wir sehen, dass die Dichte von diesem atomaren Gas anfangs sehr hoch war, höher als von dem molekularen Gas, aber es senkte, weil es sich eben auch in molekulares wandelte. Und seit diesem magischen 5 Milliarden Jahren Zeitpunkt scheint es auch ungefähr gleich zu bleiben. Okay, diese drei Kurven sagen schon mal etwas für den Stoffwechsel im Universum aus. Denn was wir zum Beispiel machen können, ist zusammenrechnen, wie viele Sterne denn entstehen würden, nur von dem Anteil an molekularen und atomaren Gas 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Also wenn sich jetzt alles an diesem Gas in Sterne verwandelt hätte, würde es nur 20% von der heutigen Masse an Sternen darstellen. Das heißt, dass also ein Zufluss von Materie auf die Galaxien vorhanden sein muss, um eben den Stoff aufzustocken, woraus Sterne auch entstehen. Das heißt also, der Zufluss von Gas auf Galaxien ist sehr wichtig und dieser Zufluss stieg im frühen Universum und erreichte auch ein Maximum ungefähr 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Dieser steigende Zufluss von Materie führte eben auch zu dem Maximum der Sternentstehungsrate und seit dem 4 Milliarden Jahren Zeitpunkt senkt dieser Zufluss wieder etwas. Also das restliche molekulare Gas wird aufgebraucht. Und obwohl die Galaxien noch Stoff ansammeln, reicht es nicht mehr, um die Sternentstehung auch weiterhin zu erhalten, wie im frühen Universum. Dass die Galaxien nicht mehr so viel Stoff ansammeln oder so schnell ansammeln, wie am Anfang vom Universum, sehen wir jetzt auch anhand dieser grauen Kurve, die die Dichte der ganzen sichtbaren Materie in Galaxien darstellt. Also was auch schon mal interessant ist, ist, dass der Anteil von sichtbaren Materie in Galaxien übers Universum gemittelt weit weniger ist als die Dichte der sichtbaren Materie im insgesamten Universum. Das heißt also,
das eigentlich sehr wenig von der sichtbaren Materie im Galaxien ist. Aber was ich zeigen wollte, ist eben, dass der Anteil von dieser sichtbaren Materie erstmal stieg und es eben seit 4 Milliarden Jahren etwas weniger steigt. Also, wenn wir jetzt diese Beobachtungen von den letzten 20 Jahren extrapolieren, sieht es schlecht aus für die zukünftige Sternentstehung. Denn der Rohstoff wird nicht mehr schnell genug aufgestockt. Also die molekulare Gasdichte wird weiterhin senken, während die Dichte des atomaren Gas ungefähr gleich bleibt. Der Anteil an Sternen wird also nur noch so um die 10% steigen in den nächsten 5 Milliarden Jahren. Ich beende also diesen Vortrag auf einem etwas düsteren Ton, denn anhand den Beobachtungen von den letzten 20 Jahren wirkt es so, als ob die Sternentstehungsrate über das Universum gemittelt weiterhin senken wird, bis letztlich keine neuen Sterne mehr entstehen. Und dann gehen im Universum die Lichter aus. Okay, bevor ich aber jetzt eure Fragen beantworte, werde ich euch erstmal auf den nächsten Vortrag hinweisen. Also diesen Donnerstag bietet Dr. Daniel Vachon einen sehr detaillierten Überblick von unserer Sonne dank den neuesten Ergebnissen vom Solar Orbiter. Okay, und hier ist schon mal die erste Frage. Warum kommt Kohlenstoffmonoxid so häufig vor im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid? Also als Chemiker würde man denken, dass Kohlenstoffdioxid ein sehr stabiles Molekül, das eher häufiger vorkommen würde. Okay, das ist eine sehr gute Frage und bin ich Gott sei Dank auch dafür vorbereitet, denn das habe ich mich vor kurzem auch gestellt. Also hier habe ich eine Backup-Folie irgendwo. Okay, also erstmal kurz gefasst, Kohlenstoffmonoxid kommt so häufig vor, weil eben die Dichte an an Gas überhaupt in dem interstellaren Medium sehr gering ist und die Temperatur sehr niedrig ist. Also in Planetenatmosphären wie bei der Erde sind zu ungefähr 10 hoch 19 Moleküle pro Kubikzentimeter und in diesem molekularen Gas, aus dem Sterne entstehen, sind eher 10 hoch 6 Moleküle pro Kubikzentimeter. Das heißt also, dass Kohlenstoffdioxid nicht entstehen kann wie in Planetenatmosphären und auch nicht stabil bleibt, also es entsteht ja nicht nur in Atmosphären. So wie Kohlenstoffmonoxid entsteht, ist durch ionenneutrale Reaktionen, wie zum Beispiel diese komplizierten Reaktionen hier. Also wir fangen erstmal an mit molekularem Wasserstoff und dieser reagiert mit unterschiedlichen Bestandteilen, bis letztlich Kohlenstoffmonoxid entsteht. Solche ionenneutralen Reaktionen sind aber nicht möglich im molekularen Gas, in den interstellaren Medium. Also die vielleicht deutlichste Art, wie Kohlenstoffdioxid entstehen könnte, ist durch Kohlenstoffmonoxid plus Sauerstoff. Es geht vielleicht anhand zwei Sachen, aber die erste Methode hier wäre zu langsam, dass es überhaupt entsteht. Also was passiert ist, dass Kohlenstoffdioxid zu viel Energie hat und diese Energie erstmal entfernt werden muss. Und das geht entweder durch Strahlung oder einen Drittkörper. Das ist eben nicht effizient und die Aktivierungsenergie von dieser zweiten Methode ist viel zu hoch. Also das Gas ist zu kalt und nicht dicht genug, um Kohlenstoffdioxid zu bilden. Das heißt, Kohlenstoffdioxid kann eigentlich nur auf der Oberfläche von Staubteilchen entstehen. Und da gehen auch diese zwei Reaktionen, also die zusätzliche Energie von der oberen Reaktion hier, wird auf das Staubteilchen übertragen und in der zweiten klaut im Grunde diese Reaktion die Aktivierungsenergie von den Staubteilchen. Okay, das war jetzt ein bisschen lang, aber ganz kurz gefasst, es ist einfach nicht, das Gas ist nicht dicht genug, nicht warm genug, dass Kohlenstoffdioxid auch bleiben kann in Gasform. Okay, die zweite Frage versuche ich etwas kürzer zu beantworten. Frage zu den beiden Diagrammen, die die Sternentstehungsrate links und die Gasdichte rechts zeigen.
gehe ich jetzt mal zurück. Müsste man nicht denken, dass der Peak der Gasdichte vor dem Peak der Sternentstehungsrate kommt? Ui, sehr gute Frage. Nein, denn ich habe ja auch beschrieben, dass eben atomare Wasserstoff sehr wichtig ist und dass dieser der Anteil am molekularen Gas aufstockt. Also was wir eben hier vermessen, ist nicht live im Grunde. Was also zur gleichen Zeit passiert, während Sterne entstehen, ist, dass auch der Stoff wieder aufgestockt wird. Und somit kann es auch sein, dass eben diese Dichte von der Sternentstehungsrate vor dem Peak von dem molekularen Gasanteil kommt. Ich hoffe, das war jetzt gut genug beantwortet. Kommt schon die dritte Frage. Wo kam der Zufluss von Materie 4 Millionen Jahren nach dem Urknall her? Als sichtbare Materie, die sich verdichtet hat? Ja, also Materie wandelt sich nicht von dunkler Materie in sichtbare Materie. Das heißt, der Zufluss kam von diesen kosmischen Filamenten eben. Also dieses Gas wurde akkretiert von den Galaxien. Es war dann dieses heiße Gas, was die Galaxien umzingelt hat. Dieses Gas floss dann auf die atomare Wasserstoffscheibe und das wandelt sich dann letztlich in das molekulare Gas. Nächste Frage. Können Sterne auch aus unsichtbarer Materie entstehen? Nein. Also ein Stern ist ja gekennzeichnet dadurch, dass er sichtbar ist und eben Materie verbrennt im Grunde, also einfach gesagt. Also nein, ein Stern kann nicht aus unsichtbarer Materie entstehen. Bei Galaxienentstehung ist es zwar wichtig, dass da unsichtbare Materie ist, denn sonst wird sich nicht genug sichtbare Materie auch zusätzlich anhäufen. Aber kurz gefasst auf die Frage nein. Okay, ich glaube, jetzt kommt noch eine Frage. Oder auch nicht. Okay, das war es also schon an Fragen. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück als Erinnerung an den nächsten Vortrag zu der Folie. Also wenn euch auch dieser Vortrag gefiel und ihr gerne mehr in dieser Reihe anschauen wollt, dann abonniert am besten den Faszination Astronomie YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich auch über Likes und beantworte gerne weitere Fragen in den Kommentaren unter diesem Video. Also herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.